hier war die Kommandantur von der Luftwaffe drin. Die beiden Fenster da hinten, das Badezimmer waren. Und das nächste war das Office, das Büro. Orvieto, eine zauberhafte Kleinstadt in Umbrien. Hier wissen die Menschen mehr über den Vater von Manfred Lersen als er selbst. Hier scheint alles verbunden mit der Geschichte eines Mannes, der nie erzählt hat, dass er je hier war. Nun will der Sohn herausfinden, warum Orvieto seinen Vater regelrecht feiert. Worin besteht eigentlich das Verdienst von meinem Vater? Ich kann das nicht nachvollziehen. Es sei ein großes Wunder, das man sich eigentlich nicht erklären kann, erzählt der Historiker Sandro Bassetti. Der Vater ein Held? Für Manfred Lersen kaum denkbar. Das Bild, das Manfred Lersen bislang von seinem Vater Alfred hatte, war das eines harten, verschlossenen und wenig liebevollen Menschen. Fast sein ganzes Leben hat Alfred Lersen damit verbracht, militärische Befehle entgegenzunehmen oder zu geben. Auch in der Familie führte er ein strenges Regime. Aber er hatte eine andere Seite, die wahrscheinlich tausenden Menschen das Leben rettete. Sein jüngster Sohn Manfred will nun 45 Jahre nach dem Tod des Vaters dessen andere Seite entdecken. Alles begann, als dieses Buch im Briefkasten lag. Geschrieben von einem italienischen Historiker. Manfred Lersen erfährt, sein Vater, Alfred Lersen, ist im italienischen Orvieto so etwas wie ein Held. Ich bin der Meinung, mein Vater ist dort ein, für mich aus heutiger Sicht, ein anderer Mensch. Er war ja immer Militär, aber immer sehr korrekt und akkurat. Und ließ an keine Entscheidung Luft ran. Und hier hat er eine Entscheidung getroffen, die im Prinzip eigentlich nicht in das Klischee hineinpasste. Manfred Lersen kommt im November 1945 als viertes Kind von Alfred und Renate Lersen zur Welt. Das Nesthäkchen. Er allein darf auf Vaters Schoß. Das Bild einer guten deutschen Familie. In Weinböhla bei Dresden wachsen die Kinder auf in einer Atmosphäre, aus Strenge und Gehorsam. Wenn gesagt wurde, 18 Uhr ist Abendbrot und wir kamen 5 Minuten später, hattest du keine Chance, bekamst du nichts mehr. Pünktlichkeit ist eine unwiderlegbare Pflicht. Mutter hat dann heimlich immer noch ins Kinderzimmer was gebracht, ne? Aber Vater konsequent. Wir haben gesagt, 18 Uhr wird gegessen. Bleibt ihr da zu sein. Es gab im Prinzip bei uns, wie sagt man so schön, eine Ansage, das und das ist zu tun und es gab keinen Widerspruch, das wurde gemacht. Es wurde also nicht nochmal von den Kindern nachgefragt, sondern das wurde so gemacht, wie es der Vater wünschte oder angewiesen hat. Schon im Ersten Weltkrieg meldet sich Alfred Lersen als Freiwilliger beim Militär. 1936 tritt er in die Wehrmacht ein. Als er 3 Jahre später Renate Remy heiratet, ist er bereits Leutnant. Zu diesem Zeitpunkt ist Hitlers Diktatur nach innen gefestigt. Seine Anhänger marschieren im Gleichschritt. Die Deutschen fühlen sich sicher und mächtig. Die Menschen haben wieder Arbeit. Die wirtschaftliche Krise des Landes scheint überwunden. All das stärkt den Glauben an den Führer. Hitler träumt von der Herrenrasse und verbreitet den Wahn, dass nur alles rein Deutsche gut sei. Nur wer einen Ahnenpass mit arischen Wurzeln nachweisen kann, hat eine Chance, beim Militär aufzusteigen. Auch Alfred Lersen muss ein solches Dokument vorlegen. Sein Sohn Manfred findet es im Nachlass der Mutter und macht eine Entdeckung. Die Großeltern trugen einen anderen Namen. Für Manfred Lersen ist das neu. Der Großvater hatte einen französischen Namen und wurde in Mexiko geboren. Die Familie hieß einst Levien. Alfred Lersen ist ein überzeugter Nationalsozialist. Schon 1933 tritt er in die NSDAP ein. Da heißt er noch Alfred Levien. Mit der Machtergreifung Hitlers werden Namensänderungen modern. Es ist durchaus erwünscht, ausländisch klingende Namen deutscher Bürger entsprechend ändern zu lassen.
Alfred stellt einen Antrag und bekommt die Genehmigung, seinen Namen einzudeutschen. Und so wird aus Alfred Levien Alfred Lersen. Ja, also wenn ich diesen ganzen Akt mal durchblättere, stelle ich fest, dass es viele Menschen gab, die in dieser Zeit ihren Namen geändert haben. Zum Teil auch aus dieser Sicht heraus, dass man vom Namen her ableiten konnte, eventuell jüdischen Ursprungs zu sein. Und das wollten viele Menschen, die es wirklich nicht waren, die deutsch waren, deutschstämmig waren, religiös gebunden waren, wollten im Zauber ihren Namen dem deutschen System anpassen. Und das hat er auch getan. Für Manfred Lersen passt die überraschende Namensänderung in das schwierige Bild des Vaters. Im sächsischen Hauptstaatsarchiv findet er den gesamten aufwendigen Aktenvorgang. Und tatsächlich, die häufigste Begründung für Namensänderungen war, als jüdisch zu gelten. Alfred Lersen war zwar kein Jude, doch er wollte seine französischen Wurzeln auslöschen. Und hier findet man nun natürlich alle Dinge, die notwendig waren, was vorgelegt werden musste, wer die Namensänderung erhalten sollte, bis dahin, dass man auch den Preis findet, was dieser Amtsvorgang gekostet hat. Das waren immerhin 23 Reichsmark. Und ich habe gehört, dass die Miete in der Zeit damals so ungefähr 30 Reichsmark kam. Und das kann man ins Verhältnis setzen. Also war schon ganz schön, was man dafür bezahlt hat. Warum aber sollte dieser Mann, dieser treue Nationalsozialist in Italien als Held verehrt werden? Die Antwort hofft Manfred Lersen nun in Oviedo zu finden. Er will dahin, wo sein Vater ein anderer Mensch gewesen sein muss. Gemeinsam mit seiner Frau Martina macht er sich auf den Weg nach Italien. Oviedo liegt ungefähr 120 Kilometer nördlich von Rom, in Umbrien, dem sanften Herzen Italiens, auf einem hohen Tuffsteinfelsen. Im Abendlicht kommen die beiden Sachsen an. Es ist die perfekte Idylle. Gerade mal 20.000 Einwohner hat Oviedo. In der Altstadt, oben auf dem Felsen, lebt nur ein Viertel davon. Doch Oviedo ist ein mondänes Dorf, ein Weltdorf, einst sogar Residenz der Päpste. Im Mittelalter flohen sie hierher, als Rom brannte. Der prachtvolle Dom aus dem 13. Jahrhundert scheint eine Nummer zu groß für die kleine Stadt. Himmelsstürmend steht er da und überragt alles. Eines der größten Gotteshäuser Italiens. Manfred und Martina Lersen schließen Oviedo sofort ins Herz. Und ahnen, so muss es Alfred Lersen vielleicht auch gegangen sein. Oviedo galt immer als sicherer Ort, die Stadt auf ihrem hohen Felsen als praktisch uneinnehmbar. Das war auch der Grund, warum die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg dort Truppen stationierte. Im Juli 1943 waren die ersten Alliierten auf Sizilien gelandet. Kurze Zeit später wurde Oberstleutnant Alfred Lersen als Stadtkommandant nach Oviedo versetzt. Hitler reagiert sofort auf den Einmarsch der Alliierten. Italien ist als Verbündeter gescheitert. Im September 1943 rückt die Wehrmacht über Norditalien ein. Auch Alfred Lersen ist auf dem Weg nach Rom. Die italienische Bevölkerung empfängt die Besatzer mit gemischten Gefühlen. Die einen setzen ihre Hoffnung in die Deutschen, die anderen auf die heranrückenden Alliierten. In Oviedo hat Alfred Lersen den Befehl, als Stadtkommandant das Vorrücken der alliierten Truppen aufzuhalten. Auf dem Marktplatz vor dem Dom kommt es zu einer spontanen Begegnung. Francesco war 1943 12 Jahre alt. Er erzählt, dass er sich an die Deutschen noch gut erinnern kann und Stadtführerin Laura versucht zu übersetzen. Per das erlebt, er es gesehen hat. Ha vissuto il momento quando sono arrivati gli alleati, sono entrati in città. I bacevano tutti i norditani e battevano le mani. Ach so, die ganzen Norvietaner hätten da schon jetzt sogar geklatscht. Auch als die Deutschen in die Stadt gelangt sind, haben sie geklatscht. Ja. Haben auch fragen Sie mal bitte, war in der Zeit eigentlich in der Stadt relativ Ruhe und wenig Menschen oder war das normal, das Leben normal? Ja, natürlich, sagt Francesco, es war normal. Bis
bis auf einen Zwischenfall. Eine Bombe ist ungewollterweise über die Stadt gefallen damals. Ach so. Aber sonst, erzählt auch Laura, gab es keine Probleme mit den Deutschen. Ihre Eltern haben nichts Schlechtes erzählt. Man sieht ja, es gibt noch den einen oder anderen, der sich an die Zeit erinnert. Interessant, hochinteressant, ja. Francesco und Laura wollen dem Ehepaar Lersen ein paar Fotos zeigen in diesem Café. Auf dem Weg zur Fotowand laufen sie über einen unterirdischen Keller. In Oviedo sind alle Häuser tief unterhöhlt. Die Bilder aus den Jahren 1940 bis 1945 zeigen eine Stadt, die sich bis heute kaum verändert hat. Manfreds Vater Alfred Lersen ist auf keinem der Fotos zu sehen. Dafür zeigt Francesco aber ein anderes, wichtiges historisches Foto, den Einzug der Alliierten in die Stadt. Dieses Bild kennt Manfred Lersen aus dem Buch des italienischen Historikers. Und er weiß, es hat etwas mit dem Wunder zu tun, das sein Vater vollbracht haben soll. Das sind bestimmt die Engländer, die zu der Zeit in die Stadt einmarschiert sind. Die Verabredung mit dem italienischen Historiker, der so viel über den Vater wissen soll, rückt näher. Im kleinen Nachbarort Monterubiaglio wartet schon der Dolmetscher vor dem Haus von Sandro Bassetti. Helmut! Si! Oh! Sind wir? Das ist schmal, sehr schmal. Der Historiker erwartet die Lersens wie gute alte Freunde. Sandro Bassetti hat sich auf den sächsischen Besuch bestens vorbereitet. Und die sächsische Flagge. Immerhin beschäftigt sich der italienische Historiker mit der Geschichte des sächsischen Offiziers Alfred Lersen nun schon seit 10 Jahren, eine Lebensaufgabe. So. Wie kann ich helfen, fragt er. Was wollt ihr wissen über Alfred? Worin besteht das Verdienst von meinem Vater? Warum? Ich kann das nicht nachvollziehen. Sandro Bassetti sagt, genau das sei das große Geheimnis, das sich keiner so richtig erklären könne. Der Vater habe damals den Briten vorgeschlagen, Oviedo zu schonen, wegen der Schönheit und der Kunstschätze in dieser Stadt. Was das bedeutet, kann Manfred Lersen im Moment nur erahnen. Sandro Bassetti sammelt seit Jahrzehnten alles aus dem Zweiten Weltkrieg. Postsäcke, Stahlhelme, Landkarten, sämtliche Akten aus Archiven. Die Ereignisse rund um Oviedo im Zweiten Weltkrieg lassen ihn seit Jahren nicht los. Das sind die Dokumente, aber er hat Kopien auch gemacht. Top Secret. Es gibt da ein paar Dinge, sagt Bassetti, die ich sehr merkwürdig finde. Zum Beispiel, dass eben die Amerikaner Oviedo nicht bombardiert haben. Das war ja damals ständig so. Überall wurde bombardiert. Während Oviedo völlig verschont blieb von solchen Dingen, gab es in dieser Region hier ringsherum überall Kämpfe. Zum Beispiel nur wenige Kilometer von hier entfernt, in der kleinen Stadt Bagno Reggio. Eine zerstörerische, schreckliche, blutige Schlacht. Sandro Bassetti wollte wissen, warum Oviedo noch steht, obwohl es ein deutscher Stützpunkt war. Das sind viele Dokumente und viel Arbeit. Und das ist meine Leidenschaft, scherzt der Historiker. Neben genau registrierten Frontverläufen, Dienstanweisungen und Funksprüchen liegt auch das entscheidende Papier. Der Vater von Manfred Lersen übergibt die Stadt kampflos, unterschrieben am 8.6.1944. No. Ach. Acht. Sechs. Ach, das ist die typische Unterschrift von meinem Vater. Das ist ganz typisch. Das deutsche Kommando bestätigt, dass der Bischof E. Francesco Bieri als Kommandant für die Zivilbevölkerung der Stadt Oviedo mit allen Rechten und Pflichten eingesetzt ist. Der militärische Ortskommandant lebt.